Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal Chris Thailand. Schön, dass ihr heute wieder mit eingeschaltet habt. Ich habe mal wieder ein kleines News-Update für euch vorbereitet und das gehe ich jetzt einfach mal hier mit euch durch. Viel Spaß dabei! Ja, das erste Thema, was hier bei thailandtipp.info berichtet wird, ist, dass Pattaya ein Facelifting bekommt in Höhe von 160 Millionen Baht. Was das genau heißen soll, erkläre ich euch jetzt hier. Ja, die Stadt Pattaya möchte rund 160 Millionen Baht in die Hand nehmen, um die Beach Road für Touristen, vor allem für einheimische Touristen, attraktiver zu machen. Eine Sanierung der Beach Road von Nord-Pattaya bis hin zur Walking Street soll im Oktober diesen Jahres schon starten und soll auch schon wieder bis zum Ende des Jahres beendet sein. So soll die Landschaft um die Beach Road verschönert werden. Es sollen Parkplätze für Reisebusse und normale PKWs entstehen. Auch sollen unterirdische öffentliche Toiletten eingerichtet werden. Der Bürgermeister von Pattaya sagte, jetzt wo die ausländischen Touristen quasi verschwunden sind, wird daran gearbeitet, die Infrastruktur und Landschaft zu verbessern. Ja, was haltet ihr denn von dem ganzen Projekt? Und was könnte man eurer Meinung nach sonst noch am Strand von Pattaya verbessern? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Des Weiteren wird auf thailandtipp.info berichtet. Tourismusunternehmen auf Koh Samui bitten die Regierung um Hilfe, damit ausländische Touristen die Insel besuchen können. Ja, der Präsident des Tourismusverbandes von Koh Samui wird sich jetzt mit der CCSA in Verbindung setzen bzw. zusammentreffen, um Richtlinien auszuarbeiten, dass ausländische Touristen wieder Koh Samui besuchen können. Er sagte, letztes Jahr habe es 2,3 Millionen Touristen auf Koh Samui gegeben und dieses Jahr bedingt durch die Corona-Pandemie zurzeit quasi gar keine. Auch teilte er mit, dass die Tourismusunternehmer auf Koh Samui bereit seien, ausländische Touristen in Empfang zu nehmen. Ja, weiter wird berichtet, wie ich gerade schon sagte, es sind keine Touristen vor Ort, schon mal keine ausländischen und auch keine thailändischen Touristen auf Koh Samui zurzeit. Oder beziehungsweise nicht der Rede wert, die Anzahl. Auch wird kritisiert, dass sich die Tourismusunternehmen auf Koh Samui weiterhin auf die einzige Flug-Airline verlassen müssen, die das Monopol dort hat. Und dadurch seien die Flugpreise nach Koh Samui auch sehr hoch. So sagte es eine Angestellte des Fair Hour Beach Resort und Hotel auf Koh Samui. Sie fordert die Regierung auf, in dieser Sache zu helfen, denn sie sagt, teure Flugtickets hindern Thailänder daran, Koh Samui zu besuchen. Denn die Hotels seien ja auch schon wieder geöffnet. So, dann wechseln wir einmal zum Wochenblitz.com. Die TAT erwartet für den September einen starken Anstieg der Tourismuseinnahmen. Die thailändische Tourismusbehörde teilte mit, dass für September eine Steigerung von 20% der Tourismuseinnahmen vermeldet wird, da es am 4. und 7. September Ausgleichsfeiertage für das Songkran-Festival geben wird. Ja, und wie gewöhnlich wird dann davon ausgegangen, dass die Thailänder in diesen Tagen bzw. an den Feiertagen viel verreisen zu den Familien, in die Großstädte, ans Meer oder wie auch immer. Denn die Feiertage konnten ja im April nicht stattfinden. Ja, das war ein kleines Best-of der Artikel, die ich hier gerade so vorgelesen habe. Ich packe euch die alle mal in die Beschreibung rein, dann könnt ihr euch die mal auch komplett durchlesen. Ich hoffe, mein kleines News-Update heute hat euch wieder gefallen. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag, bleibt auf jeden Fall miteinander gesund und ich sage bis zum nächsten Mal. Like das Video und abonniert den Kanal. Dankeschön, ciao, ciao.